Hi und willkommen zu meinen ersten Favoriten in 2019. Ich habe ja angekündigt, dass es dieses Jahr so als Test immer nur ein Favoritenvideo im Monat gibt, wo ich Beauty zeige, Fashion, Lifestyle, alles. Ich habe aber überlegt, zumindest diesen Monat werde ich das trotzdem quasi erstmal einteilen, dass wir Beauty abhaken und dann gehen wir auf Lifestyle und so weiter. Mal gucken, ob ich das dann mal so ein bisschen umändere. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Produkt, wo ich so, so oft drauf angesprochen werde, habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Und zwar ist es dieser Nagellack bzw. Nagelhärter von Sally Hansen. Den habe ich exklusiv getragen die letzten Wochen oder sogar Monate, weil meine Nägel ja durch das einmalige oder zweimalig insgesamt Erlebnis mit diesen Gelnägeln so kaputt waren, dass ich gesagt habe, okay, ich muss da irgendwie was gegen tun. Dann hatte ich ja das hier geschenkt bekommen und habe gesagt, okay, ich probiere das einfach mal. Ich trage davon zwei sehr dicke Schichten auf, damit es einigermaßen deckt. Aber dafür hält es dann halt auch relativ lange. Und ich muss wirklich sagen, seitdem ich das benutze, sind die Nägel auf jeden Fall gar nicht mehr abgebrochen. Und das hatte ich davor eben wirklich jeden Tag, ist immer irgendwas eingerissen oder so. Also die fühlen sich auf jeden Fall wieder normaler an als vorher. Und ich finde die Farbe auch total schön. Nennt sich Nail Rehab Strengthener. Und ich glaube, den gibt es nur in einer Farbe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich weiß auch nicht, ob es den jetzt so in der Drogerie oder so zu kaufen gibt. Auf jeden Fall habe ich den bei Amazon und eBay, glaube ich, gesehen. Ich werde es versuchen, euch zu verlinken. Das nächste Produkt ist ein Haarprodukt. Da zeige ich ja nicht so oft etwas. Aber hier habe ich wirklich einen Unterschied gemerkt. Und zwar ist das von Paul Mitchell aus der Marula Oil Serie. Das Rare Oil 3-in-1 Styling Cream oder die Styling Cream. Und hier steht drauf Style Condition Treat. Also es soll erstens die Haare oder den Haarstyle länger haltbar machen, Hitzeschutz sein und die Haare pflegen. Klingt erstmal nach sehr, sehr viel, ist es auch. Was ich gemerkt habe, ist, dass tatsächlich jeder Haarstyle länger hält bei mir. Das heißt, wenn ich meine, also ich benutze das immer, wenn ich die Haare wasche und immer, wenn ich die Haare dann föhne, so wie heute, habe ich sie eben einfach nur so ein bisschen reingeföhnt, dann hält es 2-3 Tage oder wenn ich am nächsten Tag die Haare locke mit einem Lockenstab, dann hält es, habt ihr ja auch in den letzten Weekly Vlogs gesehen, da hat der Haarstyle, ich meine auch der Lockenstab, super, aber trotzdem so lang gehalten und das hatte ich vorher nie. Und deswegen finde ich, dass das wirklich etwas macht und jetzt bin ich total auf dem Styling Cream Zug aufgesprungen und will da auf jeden Fall mehr probieren, weil also ich finde das wirklich toll, man benutzt so wenig, hier sind 150 Milliliter drin, also das hält wirklich ewig, ewig, ewig. Dann habe ich etwas für den Körper und es klingt vielleicht erstmal komisch, dass ich das benutze, aber das ist von Rituals, das Tiny Rituals Body Wash. Hier steht Ultra Mild Hair and Body Wash for Babies mit Reismilch und süßem Mandelöl. Und davon ist auch nur noch so viel drin. Also ich habe extrem viel davon benutzt, aber meine Familie war auch zu Besuch und die haben das auch benutzt, fanden das auch alle toll. Ist eben, wie gesagt, eigentlich für Babys konzipiert. Ich muss aber sagen, also hier steht drauf, keine Parabene, Mineralöle, Hypoallergen und so weiter, aber hier ist Parfüm drin und ich finde, man riecht es auch und das würde ich bei Babys niemals benutzen. Also selbst jetzt, wo es geschlossen ist, riecht es und das würde ich bei Babys erst recht nicht benutzen. Aber ich erst recht liebe diesen Geruch und liebe, dass es so riecht. Aber gleichzeitig ist es so cremig und, keine Ahnung, so eine ganz geschmeidige Textur, aber die nicht irgendwie sich fettig anfühlt oder so. Ich muss weniger Creme oder leichtere Cremes benutzen danach für den Körper, weil das wirklich die Haut auch pflegt und das habe ich selten bei Duschgelen. Die sind ja eher noch austrocknend und ich sehe gerade, hier steht Tiny Miracles Foundation. With our Tiny Rituals Collection, we help the Tiny Miracles Foundation in India to give children big and small a better start in life. Müsste man mal nachschauen, was genau diese Tiny Miracles Foundation ist, was es für eine Organisation ist und inwiefern Rituals da was Gutes macht. Aber das klingt ja auf jeden Fall schon mal toll. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es riecht genial und es tut meiner Haut gut. Jetzt im Januar habe ich das erste Mal wieder gemerkt, was es heißt, trockene Haut zu haben. Ich habe auch wirklich versucht, keine Foundations zu benutzen, weil egal, was ich benutzt habe, es sah immer so trocken aus und ich hatte wirklich auch so diese Trockenheitsschüppchen und auch meine Lippen waren total trocken und sind es immer noch. Und auch hier wieder, ich kann es euch nur empfehlen, ich wiederhole mich, aber
Es ist einfach für mich die Nummer 1, wenn es um trockene Lippen geht, die Laneige Lip Sleeping Mask. Ich habe sie in Vanille, gibt es in verschiedenen Düften, glaube ich, vor allem. Ich weiß nicht, ob die wirklich getönt sind, aber es riecht ganz, ganz leicht, ganz frisch, nur ganz, ganz leicht nach Vanille. Aber es tut den Lippen so gut und ich benutze das seit dem Winter 2017, also seit Dezember 2017. Und es sieht aus, als hätte ich das noch nie benutzt, als wäre nichts davon weg. Also es wird ewig, ewig halten. Ich benutze das jeden Abend Minimum, manchmal sogar tagsüber, wenn ich es irgendwie dabei habe oder so. Und ich habe das halt aus Korea. Ich weiß aber, dass es das auf jeden Fall bei Amazon und eBay gibt und ich glaube auch noch in einem anderen Shop oder so. Ich muss mal gucken, ob ich euch das verlinken kann. Aber das ist echt Gold wert. Und das letzte Beauty-Produkt ist diese Palette. Auch hier hoffe ich, dass es die noch gibt, weil Hourglass bringt sowas gerne mal limitiert raus und dann gibt es das plötzlich nicht mehr. Das ist die Ambient Lighting Edit Unlocked Palette mit 2 Finishing Powdern drin, einem Bronzer, 2 Blushes und einem Metallic Strobe Powder. Und das Ganze sieht so aus, kommt mit einem riesigen Spiegel hier und das sind die Farben und ich benutze wirklich jede Farbe. Ich mische meistens die 2 Pudertöne zum Fixieren. Dann benutze ich den Bronzer als Bronzer. Das ist auch das, was ich am meisten abgenutzt habe. Die 2 Blushes mische ich auch sehr, sehr gerne. Oder wenn mir ein bisschen nach was Kühlerem ist, dann trage ich eher das auf. Und eher nach was Goldenem, dann trage ich dieses hier auf. Es ist richtig schön schimmrig. Die Puder übrigens zum Fixieren sind auch nicht matt, sondern haben so einen ganz leichten Sheen irgendwie. Und dadurch sieht die meine trockene Haut nicht so trocken aus und der Highlighter ist der absolute Hammer. Ich finde, das Wort metallisch schreckt so ein bisschen ab. Der ist einfach wunderschön, ganz fein gemahlen und das sieht einfach, ja, einfach so natürlich aus, ist bescheuert gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sieht nicht so aus wie so ein Streifen oder so. Wunderschöne Farben, die für meinen Hautton super funktionieren. Der Spiegel ist der Wahnsinn. Auch von außen sieht die unglaublich toll aus. Hourglass ist nicht günstig, aber bis jetzt hatte ich, glaube ich, kein einziges Produkt, wo ich sage, das war ein Fehlkauf, finde ich blöd, sondern im Gegenteil, ich bin eher wirklich begeistert von den Produkten. Ich benutze diese Palette immer zum Verreisen. In Sevilla hatte ich nur das hier mit und komme damit super klar, kann sogar ein bisschen spielen durch diese Blushes, diese verschiedenen Töne und auch bei den Pudern, je nachdem wie hell oder dunkel ich bin, dann mehr davon oder weniger davon benutzen. Ich bin echt begeistert. Gehen wir über zu dem Lifestyle-Part und als erstes würde ich gerne über Musik mit euch sprechen. Und zwar mache ich weiter mit den Spotify-Playlists. Es gibt immer jeden Monat eine Playlist für mich selber und auch für euch. Und die Januar-Playlist ist wieder sehr, sehr durcheinander. Teilweise habe ich sehr, sehr alte Songs dabei, teilweise sehr neue Songs. Und mein allerliebster Song, den ich vor allem auch im Auto super viel gehört habe, aber auch zum Arbeiten höre, morgens, wenn ich irgendwie rauskommen muss zum Sport. Damit brauche ich nicht unbedingt etwas, was so ist, sondern irgendwie was, was mir gute Laune macht. Und ich habe es mir aufgeschrieben. Der Song, den ich am meisten gehört habe, ist von Juan Rios und nennt sich Praia und gehört auf jeden Fall zu den Lo-Fi Beats. Ich weiß nicht, ob ihr den Weekly Vlog gesehen habt, wo mich Pablo gemalt hat, mich ja in der Karikatur von mir gezeichnet hat und da hat er drüber geschrieben, ich höre Musik und zwar Lo-Fi, Smooth Lo-Fi Music. Und ich habe mir extra rausgeschrieben, was Lo-Fi bedeutet, weil das sind ja immer so Begriffe, ne? Was heißt das eigentlich? Low Fidelity oder Lo-Fi bezeichnet Musik, die mit simplem technischen Equipment aufgenommen wurde oder so klingt, als wäre die Aufnahme mit solchem gemacht worden. Also es hat so dieses leicht so nostalgische, altmodisch hört manchmal so dieses Knistern drin und ist einfach meistens sehr auch low, also so sehr smooth, entspannte Musik, teilweise so ein bisschen melancholisch, aber für mich auch so gute Laune bringt und ich kriege davon einfach so ein Strahlen und so ein Lächeln ins Gesicht und es ist wie so wärmend. Klingt total bescheuert, aber ich liebe diese Musik und gerade dieses Lied, meinte Pablo, das ist Jasmin in einem Song. Also hört es euch auf jeden Fall mal an, falls ihr wissen wollt, wie ich mich anhöre als Song. Aber witzig, der Juan Rios ist eben bekannt für Lo-Fi Beats und der kommt aus Sevilla. Wenn das nicht irgendwie passend ist, dann weiß ich auch nicht. Und gerade auch in Sevilla haben wir das gehört, ohne dass ich das wusste. Ja, also ich stehe total auf dieses Lo-Fi Beats.
aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Aber dieses Lied habe ich im Januar rauf und runter gehört. Bei den Serien habe ich nicht wirklich was Neues geschaut. Ich habe weiter Elementary geguckt. Ich bin mittlerweile bei Staffel 4. Ich komme nicht so wirklich voran, weil ich nicht so die Zeit habe. Ist ja relativ lang. Aber ja, das mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Habe ich immer noch weitergeguckt. Und neu haben wir angefangen von Marie Kondo, die Netflix-Serie. Obwohl ich sagen muss, die finde ich nicht ganz so gut, aber dennoch ist es sehr motivierend. Marie Kondo hat ja das Buch geschrieben über Ordnung und Ordnung schaffen und wie man aussortieren kann und wie man mit seinen Gegenständen und Objekten und Eigentümern umzugehen hat und dass man dankbar sein sollte, wie man Ordnung hält und so weiter und sowas finde ich für mich immer super, super wichtig. Ich will auf jeden Fall auch noch ihr Buch lesen, beziehungsweise vielleicht als Hörbuch lesen. Ich habe gesehen, dass es das nämlich auch gibt. Das ist vielleicht eher was, weil gerade so Sachbücher höre ich eigentlich gerne. Das geht dann auch mal so zwischendrin beim Autofahren oder beim Kochen oder so. Ja, aber das will ich auf jeden Fall lesen. Aber falls euch auch so ein bisschen der Kick fehlt, was Organisationen angeht oder so, guckt euch auf jeden Fall die Netflix-Serie mal an. Es motiviert auf jeden Fall. Ich habe noch einen Random-Favoriten und das sind meine Stifte von Crayola. Die habe ich bei Amazon bestellt. Die gibt es, ich glaube, in weniger 50-Pack und 100-Pack. Und das sind, falls ihr Bullet Journaling betreibt oder auch so, falls ihr einfach mal Lust habt auf bunte Stifte im Büro oder so oder auch in der Freizeit, wirklich richtig, richtig tolle Stifte für nicht so viel Geld, wie man für andere Stifte ausgeben kann. Die Stifte sind wunderschön in so Pastelltönen gehalten. Ich mache das mal kurz auf. Ich habe es immer noch in dieser Verpackung drin, auch wenn die schon so ein bisschen zerzaust aussieht. Aber könnt ihr sehen, was das für schöne Farben sind. Und die kommen auch noch ein bisschen pastelliger raus als sie. Also die sind nicht so extrem kräftig, sondern richtig schön pastellig. Es macht so einen Spaß, damit zu malen, zu zeichnen, was auch immer, zu kritzeln. Und wie gesagt, sie sind nicht allzu teuer. Ich wollte mir erst andere kaufen aus Japan. Da kostet irgendwie ein Stift so viel wie die hier alle zusammen. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall nochmal gezeigt haben. Und als letztes noch meine Fashion-Favoriten. Im Januar war es ja auf jeden Fall kalt, beziehungsweise war ich echt, echt angeschlagen. Und das bin ich ehrlich gesagt schon seit November und schleppe das immer mit und dann geht es mir wieder besser und schlechter und besser und schlechter. Deswegen habe ich mich besonders dick immer eingemummelt und habe hier drei Sachen, mit denen ich wirklich gut fahre. Das erste ist diese Wollmütze, die ist von Samso, glaube ich, eine dänische Marke und die ist einfach ganz, ganz dick gestrickt. Wolle hält sowieso warm und die ist eben sehr, sehr simpel, aber erfüllt ihren Zweck und passt eben auch gut zu meinen Mänteln und dem Schal. Ist nicht das gleiche Grau, aber dennoch passt das ganz gut und den wollte ich euch auch nochmal zeigen, weil viele fragen, den habe ich jetzt schon einige Jahre, den hatte ich mal von den Other Stories gekauft und den gibt es in verschiedensten Farben, jedes Jahr auch in verschiedenen Farben, schwarz, Camel, Grau, auch mal so ein Rosa oder ein Grün oder so. Ich habe den eben in diesem Grau, der ist auch aus Wolle, der ist unglaublich lang, sehr dünn, aber hält trotzdem warm und ich wickel den halt so 10-mal rum und bin dann richtig schön eingemummelt. Ich habe euch das ja auch in diesem Winter Essentials Video gezeigt, so könnt ihr euch das vorstellen. Hält auf jeden Fall sehr, sehr, sehr warm. Und dann hatte ich euch ja auch gefragt nach Schuhen, die ihr mir empfehlen könnt, die warm halten und habe euch auch in dem Winter Essentials Video die Boots gezeigt, für die ich mich entschieden habe, und zwar die Doc Martens Leonore. Die gibt es in gefüttert und nicht gefüttert. Übrigens hat Doc Martens auch vegane Boots. Falls es euch interessiert, auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, in solche Boots zu investieren, die eine richtig dicke Sohle haben. Ja, die sind eben komplett gefüttert, die halten unglaublich warm und wie gesagt, vor allem diese dicke Sohle ist ausschlaggebend, weil man dann eben ein bisschen weiter weg ist von dem kalten Boden und meine Füße sind seitdem auf jeden Fall nicht mehr kalt gewesen. Deswegen liebe ich sie über alles. Und das war's zu meinen Januar-Favoriten. Es würde mich mega freuen, wenn wir einführen könnten, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt mit euren absoluten Favoriten für diesen Monat. Ein Lied, was ihr besonders gerne gehört habt oder einen Film, den ihr im Kino geguckt habt, ein gutes Buch oder irgendwie ein Beauty-Produkt, was ihr toll fandet. Schreibt das alles rein. Ich glaube, da können wir uns den einen oder anderen Tipp noch von euch abholen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann.